Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ostseeküste. Bei Svenny an der Ostsee. Ja, ja, wir müssen eben gucken, Helga. Sollen wir weiterfahren? Oh, okay. Guck mal, guck mal. Läuft. So, lasst uns mal eben was gucken. Ich hab da nämlich irgendwie Lust auf Spaß in den Backen. Wie viel PS brauchst du? 350? Okay, 350. 350 PS. Sind wir irgendwie eigentlich ein Kircher? Ja, sicher. Komm. Ich habe jetzt Bock auf Spaß in der Backen. Habe ich den abgehangen? Ja, ne? Handbremse raus. Bevor wir jetzt den Händler fahren, ne? Wir müssen ja den Tiefenlocker noch abholen. Nee, ich habe jetzt Bock auf Spaß in der Backen. Scheiß Arbeitszeit, der braucht so Bock. Ihr müsst auch mal Spaß haben. Tun wir ihm den Komik waschen, das ist ja wohl. Schlicht so zum Händler fahren, du. Geht, nee. Was sollen die Leute denn da im Dörfli von uns denken, wenn wir da jetzt so irgendwie fahren kommen, du? Nee, das geht nicht. Gehen kurz drüber, Kirche. In die Kabine, ne? Das sieht nichts. Wir haben eine Tüte über den Sitz gezogen. Nee. Ah! Es ist herrlich, ne? Ist er nicht schön? Ist er nicht schön? Däumchen runter ist coming, ne? Weil wegen diesen roten. Boah, Bremse raus, richtig hinsetzen, Abflug zum Händler. Wir haben 1700 Kilo dran, okay. Spaß in der Bahn. Töne müssten gut sein, hat Uwe gesagt. Ne? Ich hoffe immer noch. Ich muss mal ein bisschen lauter mal hier machen, sonst höre ich so viel. Ne? Ist nicht gut, wenn du zu viel hörst. Wenn du gar nichts gehört. Ich wusste gar nicht, dass Helga ein Zwilling ist. Helgalein, grüße Lee. Schweizer Publikum auch abgefrühstückt, wer? Ah, läuft! Diese kriege ich direkt gute Laune. Wenn ich mir so überlege, ja, jetzt machst du ein bisschen Spaß in der Backe, ne? Ich hoffe, das geht überhaupt. 350 stand da, ne? Müsste vielleicht gehen, ne? Wir werden sehen. Wenn nicht, haben wir das Ding wenigstens vom Händler. Das Heu kann ja noch ein bisschen trocknen. Nehme ich zwar hinterher ansicken, aber ich möchte das mal eben ausprobieren. Kollege Händler, wie ist die Lage? Wann machen die Geschäfte? Okay. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Oh. Ist ein bisschen zappelig auf der Achse, weil. Müssen wir jetzt wieder zurück? Nein, ne? Ja, sicher, wir müssen wieder ein Stück zurückfahren. Komm mir vor, als wäre ich das erste Mal hier. Sagen wir mal eben Polabergebünsel an. Sicher ist sicher. Ich habe Lars noch gar nicht gefragt, ne? Auf dem Server macht der nur Turbo. Ist manchmal nicht so schön. Der Reifensound ist auch schön geworden jetzt, ne? Also langsam nehmen wir die Mods aus dem 19er wieder, ne? Reifensound hat mir doch so ein bisschen gefehlt. Macht das schon was her, ne? Vorsichtig fahren. Ehrlich, ehrlich, ganz ehrlich. Ehrlich, ehrlich. Da kriegst du echt Spaß in der Backen. Oh, und gleich die roten Pferdchen aus dem Keller holen, ne? Kommen die direkt unter dem Motorhaube raus.
Echt, ich bin gespannt, wie viel zu bringen. Ja, wo es hochgeht, könnte er mal Lässe kriegen. Sollen wir irgendwie eine Gerade bauen? Ich glaube nicht mehr. Das ist ja so ein krummes Stück. Ey, auseinanderklemmen. Was war das noch? Schickkram. Hätten wir da auch mal eine Taste für, oder? Ne, hier nicht. Ich stehe gerne mit GPS vorne, aber ich weiß nicht, ob das geht. Müssen wir aber jetzt einstellen, ne? So, ich brauche einmal den Hut heute. Nochmal an den Laden. Gib mir mein Menü. Automatische Breite 4,5. Okay. A-Punkt setzen. Zurück. Guck mal, jetzt ein paar Meter. Okay. B-Punkt setzen. Danke. Track Nome. Bisher. Dann Rapsgrube. Ich lösche die Kurse hier eben immer wieder. Ne, Tiefenlocker ist das. Tiefen. Speichern mal. Danke. So, wir können alles wieder ausmachen. GPS können wir leider noch nicht. Erste Bahn einstellen. Mal gucken, ob das geht. So, bevor wir jetzt loslegen, ne, kann man ihm einer mir einen Gefallen tun, ne? Kann man ihm einer den Indianer WhatsApp schreiben, ne? Das ist 017 37, 9 mal die 9 und 4 mal die 1. Sag mal, ich wollte mit dem Komik rüber. Tiefen lockern. Jungs, das ist Leistung. Geht gleich hoch, ne? Gute Leistung. Wir brauchen 350 PS, wenn du den 1455 hast. Jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben nachgeguckt, 350 PS. Vierten Ackergang tut er sich ein bisschen schwer mit. Am dritten knattern lassen. Ah, da kriegt Spaß in den Bergen. Guck dich den an. 350 PS braucht er. Ich spiele mit Rea, ne? Und dieser IAC kommt von Lars Osnick. Der ist Realismus angehaucht. Und das ist nicht gerade wenig. Nur um dann mal ganz klar zu sorgen, ne? Also nicht, dass wir uns da jetzt hier falsch verstehen, ne? Boah, da kriege ich ja richtig Laune bei, ne? Guck dich den an, ey. Ich hatte echt schlechte Laune heute, ne? Und haben dann heute Morgen in der Folge gemeldet, ne? Das, wenn ich nicht gut drauf war, ne? Das ist Leistung pur. Hier, Jungs, ihr könnt ihr mit eurem Fan einpacken. Das ist Leistung. Alter, nice. Das ist genial, Leute. Mit wem sei ich mehr? Das ist ein Roten. Hier nicht, ne? Däumchen runter. Weiß ich, ist schon da. Kein Problem. Kannst schon wieder auf X klicken. Hast dein Däumchen da gelassen? Ich hab trotzdem meinen Spaß. Ah! Guck dich den an! Ich erinnere mich noch an den Kommentar. Fände ich's Leistung. Ja, das ist aber gute Leistung. Wie gesagt, wir haben Reha, volles Programm drin, ne? Ich hab 5 Reha-Sorten drin.
dieser Schlepper ist total realistisch angehört. Ganz mit keiner Nenne. Wir sind gleich in der Ecke, dann zeige ich euch das nochmal. Der Tiefenlocker, 4,5 Meter, braucht 350 PS laut Händler. Die vornehmen mit 1455 tuned mit 185 PS. Zwar fahren wir nur 5 km/h. Egal. Ich muss schon einen Zappeln hier in der Drehzahl, aber das ist nicht schlimm. Wenn du diesen Schlepper auf dem Hof hast, kannst du sämtliche Arbeit erledigen. Das zeige ich ja jetzt immer wieder und du weißt es auch immer wieder. Du brauchst zwar länger, aber das ist das Premium-Teil Schlepper. Alte Leistung am Stissel. So, halt mal eben an. Hier nochmal, damit ihr es mir glaubt. Unser IAC hat 185 PS, Tiefenlockerer braucht 350. Jetzt kommt ihr mit eurer grünen Leistung um die Ecke. Wo zieht ihr den auch im ersten? Nächsten Straßengang macht er mal. Na, Mös? Seid ihr fleißig an Wolle machen? Oder nur ein Köttel auf der Wiese? Jetzt sag mal. Nee, Wolle ist mir lieber, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Schikrambe. Ehrlich. Ganz ehrlich, ehrlich. Schikrambe, wenn ich nicht so wenig Zeit hätte, ne? Das würde ich mir jetzt noch ein Stündchen antun, aber ich habe heute keine Zeit. Ich muss heute ein bisschen Videos vorproduzieren. Donnerstag bin ich auch nicht zu Hause, Mann. Muss ich echt noch ein bisschen mehr vorproduzieren. Nix, wie der Bock hat. Vor Freude direkt Männchen gibt Pfötchen, hast gesehen? Schwung mal zurück, da siehst du direkt, wie der linke Vorderreifen Pfötchen gibt, weil der Bock hat. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Wie läuft sie? Zombie Jona? Das Bild gefällt mir besser. Ehrlich. Guck dich den an, wie der den da hochzieht. So, wir noch einen Short. Wenn ich gleich Zeit habe, mache ich noch einen Short. Ne? Ja, jetzt mache ich ja gerade das Video. Ein Short muss ja alles aufsagen, ne? Das ist schön. Aber dann muss ich eine GPS bauen, sein, sonst ist das nur. Lässt er die Pfanne. Guck mal, wir schalten nicht runter. Der quält sich da hoch. Die Maussteuerung hat hier aber auch jetzt einmal eine Pfanne. Siehst du? Ehrlich. Wir müssen zwar schon seit Ewigkeiten den Rescher abtanken, aber ich habe doch auch keine Zeit für ihn. Ist das genial. Hoppeläschen, jetzt gesehen?
Ah, wird wie Mogen? Ah, läuft. Ja, was beim Nachbarn in die Ente gucken und schön alles kaputt getreten? Mist, ne? Ich stelle euch heute Abend eine Heuballe raus. Wir machen die hier extra, ne? Also über Nachbarn Streife laufen. Ne, in Getreide und so, ne? Die laufen dann halt ein paar Mal mehr dann lang, ne? Damit der Ertrag nicht so gut ist und wie nur einen schmalen Tonner hier für die. Ich stelle ihnen ab und zu für eine Heuballe raus. Nehmen, ne? So muss das laufen. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.